So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei House of Ashes mit Nick und Jason, steuern Nick und gehen nochmal hier oben hin, um die weiteren Dinge zu untersuchen. Wir sollen ja an sich das Funkgerät finden, da vorne ist es. Ist halt, wie gesagt, ich denke mal, der Ausweg aus diesem Level und der Übergang in die nächste Situation, genau, da sind wieder die Pfeile, aber wir wollen uns ja hier nochmal, das haben wir uns schon angeguckt, die Karte, wir wollen uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Also wie gesagt, das Funkgerät ist da oben, wissen wir. Aber wir wollen ja so viel wie möglich immer aufdecken. Deswegen gehen wir hier mal nochmal in die Ecke und finden, wenn ich einen weiteren Tagebucheintrag, hervorragend. 29. Dezember. Pullman meint, dass das Funkgerät unleserlich, will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpft, denn unleserlich sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an unleserlich, obwohl ich ohne Beweise alle verdächtig sind. Obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Ich kann im Moment lediglich die unleserlich. 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Alter. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Also die sind scheinbar damals auch da in Kontakt mit diesen Viechern geraten und sind scheinbar auch, haben Infizierte unter sich gehabt. Also von daher war es die richtige Entscheidung, dass wir Clevis zurückgelassen haben, nur um das nochmal zu untermauern. Wie gesagt, hier... Funde, Katalog 1 von heute. Eieieiei. Immer mehr Funde beziehen sich auf den Fluch von Naram-Sin. Diese Predigt über die Beziehung zwischen Göttern und Königen stammt aus der Ur-3-Zeit Mesopotamiens. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Naram-Sin ist ein akkadischer König, Enkel von Sargon, dem Großen, Gründer des akkadischen Reiches. Historische Aufzeichnungen zeigen ihn als einen gläubigen Mann, der die Götter ehrte. Der Mann, von dem in dem Fluchgeschichten die Rede ist, ist jedoch ein anderer. Der mythologische Naram-Sin ähnelt der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Gottheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt einen Krieg gegen sie. Ihre Funde sind immer noch begraben. Weit weg von jedem Museum. A29, Tontafel, undatiert, akkadisch. Keilschrift auf einer Seite. Die Keilschrift ist ein heiliger Gesang zur Abwehr böser Geister. A59, Tontafel mit einer Sternenkonstellation, undatiert, mesopotamisch. Die Konstellation sieht aus wie Cetus. Hatten diese Sterne eine Bedeutung für die Tempelpriester? A143, Fragment eines Hämatitzylinder-Siegels. Verziert mit vertikalen Keilschriftreihen, die das Bild einer großen guteischen Stadt umsäumen. Die Akkader dachten, die Gutea seien Dämonen. Dieser Fund deutet jedoch darauf hin, dass sie zivilisierter waren als zuvor berichtet. Okay, weiter können wir nicht. Die Seite hatten wir. Okay, krass. Also wir haben endlich das Fundbuch gefunden. Kann man das so sagen? Fundbuch? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall haben wir das Buch gefunden mit den ganzen... meine Güte, heute habe ich es auch mitreden. Also wir haben auf jeden Fall das Buch gefunden, das Register, wo alle Funde eingetragen waren. So, jetzt haben wir es endlich. Krankengeschichte, Name Mary, 30. Dezember, 2 Uhr nachts, Temperatur 38 Grad Celsius, schwitzt, Kochsalz, Temperatur, Patientin nicht ansprechbar. Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigen keine Wirkung. Puls 165, eieiei. Kurze Phase der Klarheit. Sagt, sie habe Visionen der Dunkelheit und könnte die Farbe rot schmecken. Verliert das Bewusstsein.
1 Uhr, erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit, Fieber steigt. 18 Uhr, Puls immer noch schnell, schläft. Anmerkung, 2 Tage seit Kontakt zur Kreatur. Ja, untermauert nochmals mehrmals, dass es die gute Entscheidung war, Clavis zurückzulassen, weil die hätte sich definitiv gleich verwandelt und hätte hier nur für Unsinn gesorgt. Van Heuten, neue Funde zum Katalogisieren, Tonkrüge arkadisch 4-mal, Knochenpfeife deutlich verziert, sitzende nackte Statue, Sternensymbol. Vampire. Ich wusste es. Notizen für Forschungsarbeit. Die Probe trotz unserem Verständnis von Biologie. Wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben? Den Arkadern waren sie ein Begriff, wenn auch nur aus alten Erinnerungen. Pat Tsu-Tsu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotaurus. Der Minotaurus. Komm ich jetzt auf Dinosaurier. Der Minotaurus auf jeden Fall und der Vampir. Damit, Freunde und Freundinnen, haben wir es von Anfang an gewusst. Es handelt sich hier um Froschvampire. Gut, die werden jetzt hier nur als Vampir dargestellt. Froschvampir ist ja so unsere eigene Kreation davon, Nick. Jason. Ach, Himmel, Herrgott. Wir gehen halt hier lang. So. Ja, also definitiv ist unsere Interpretation des Ganzen dann in dem Fall richtig. Es handelt sich hier um Vampire. In dem Fall um die sogenannten Froschvampire, so wie wir sie ja genannt haben. Und ja, wir wissen ja schon, sie sind gegen Sonnenlicht anfällig. Und man muss sie fählen. Und da ja hier eben schon mehrere Hinweise auf biblische Zitate und so weiter waren, denke ich, dass wenn es die Möglichkeit gibt, sind sie wahrscheinlich auch anfällig gegen jegliche christliche Symbole, also Kreuze, Weihrauch, Rosenkranzketten, was weiß ich was. Also sobald wir die Möglichkeit zu sowas haben, sollten wir das verwenden. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Danke. Gute Arbeit, Sergeant. Sehr gute Arbeit, Nick. Wirklich. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauch. Aber recht hat er recht, ne? Wo ist mein Feuerzeug hin? Was geht's? Es ist nichts. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sencom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Ja gut, mit Mervyn ist natürlich dumm gelaufen dann, ne? Wäre vielleicht dann ja gar nicht so dumm gewesen, wird er noch leben. Aber da konnte ich jetzt wirklich nichts für. Also sonst muss man immer alle Quicktime-Events bestehen und da soll man mal eins nicht bestehen. Also was soll das? Da! Salim, runter! Oh nein, jetzt doch der oder auch. Das könnte natürlich jetzt für ordentlich Unruhe sorgen, dass da auftaucht, weil der ist ja, glaube ich, nicht so amerikanerfreundlich eingestellt wie Salim. Und dem ist das Ganze ja, glaube ich, noch relativ egal. Also. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك هو ده العدو الحقيقي سليم انت اتجننت اسمعني ارجوك اسمعني قتلوا الامريكان كانوا هيقتلوننا اسمعني انا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد اخرس وامشي ورايا انت
انت سامعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي، يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن، اختار. Oh Gott, nein. Salim, tu doch was. Meilanak. Istanna. Ana gay. Das ist jetzt wirklich unnötig, dass Dara auftaucht und Schalt es ab. Bring den Sender zum Laufen, sofort! Ich brauch mal Zeit! Nick, mach! Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Oh Gott. Nein, und er läuft jetzt da und Salim genau in die Arme. Wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass Salim sich seiner guten Absichten besinnt und wobei Eric halt wirklich auch nicht nett zu ihm war, ne? Na gut, da ist es eh zu spät jetzt. Scheiße. Tja, das. Der Mistkerl. Scheiße! Und Freunde, wir können bislang nur zuschauen. Wir haben aktuell noch gar keine Handlungsmöglichkeit hier. Das wird nichts. Halt! Still! Das Arschloch! Was macht der Homs? Wir gehen in Linie! Erschloss! Salim muss doch jetzt langsam mal merken, was hier richtig ist. Nein, und was falsch. Denk nicht einmal daran. Oh Mann. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will wirklich hoffen, dass alle das jetzt hier überleben, alle. Wäre schrecklich, wenn nicht. Seine Flanke! Also da ist mir ziemlich egal, weil der ist eh, keine guten Absichten so, aber alle anderen wären mir schon wichtig. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krieg keinen guten Schuss! Oh, sehr gute Idee. Bring die Säule über ihn zum Einsturz. Salim! Don't shoot! Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier! Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, wen haben wir denn da? Und jetzt muss ich bestimmt... Hey, wieso denn die Lampe? Ich hab doch auf ihn geschossen. Ah. Lampe, Jonas! Oh Mann, oh Mann. Oh oh. Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Oh Mann. Wenigstens haben bislang alle überlebt, also selbst da hat überlebt, wobei es mir dann noch egal gewesen wäre. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, gegen diese Monster bestehen, gegen die Froschvampire. Drück die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker. Oh, wir haben Rachel! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück! Hier drin geht's gleich richtig ab! Ja, aber wo ist Rachel? Da stand... Oh, da kommt sie! Rachel? Rachel? Oh, Gott sei Dank, Freunde und Freundinnen. Du lebst? Überrascht dich das?
Oh. Und der arme Eric. Der rafft jetzt, was da abgeht. Wo ist Eric? Steht da doch. Rage? Tut mir so leid. Oh, ich glaube, wir machen hier nichts. Können wir? Oh, ist jetzt schwierig, weil... Er ist es, oder? Wir müssen dafür sorgen, dass Nick... Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Alter, das ist jetzt wirklich unmöglich. Freunde und Freundin. Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Ich habe lange auf dich gewartet, Eric. Bis ich loslassen musste. Immer treu. Immer treu, was? Alter, wir müssen einerseits... Das wohl nicht. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass... Sie zu sehen. Dachte, sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Salim. Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte es nicht riskieren. Also meine Intention ist bei den ganzen Entscheidungen, dass ich dafür sorgen möchte, dass Rachel und Nick sich treu bleiben, damit die sich im Zweifel gegenseitig helfen. Aber auch, dass zwischen Eric und Rachel eine Freundschaft ist. Joey war es nicht anders. Damit die sich auch im Zweifel helfen, aber irgendwie klappt das, glaube ich, nicht so ganz. Eine Waffe? Jeder Schuss muss sitzen. Ja. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Eine sehr gute Idee. Weil ich glaube, nur so können wir dafür sorgen, dass alle fünf überleben, dass die sich alle irgendwie auch gegenseitig... Oh, der dumme Generator schon wieder. Wir brauchen den Generator! Ohne ihn sind wir blind! Hilf mir! Von den Dingern darf keins hier durch! Oh Mann, der Generator... Oh, oh. Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön die Tür verbarrikadieren, ausgezeichnete Arbeit. Halt das Tor, ich werfe den Generator an! Oh Gott, Rachel! Fuck, das fehlt uns noch! Oh. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Jetzt sind wir bei Eric, okay? Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Die wollen hier rein! Sie wird nicht halten! Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Komm, Eric! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer hat den Wichser nicht auf? Ach, Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Ja, Ratten sind wirklich schon schlimm genug, aber... Oh, jetzt kommt wieder ein Sprung auf eine andere Person, und zwar auf Rachel. Die erstmal dumm rumsteht. Du wertloser Haufen Schrott!
Oh, tut's wieder. Hervorragend. Hallo, er funktioniert nicht, tut. Ja, wir sollten mit diesem MG, das meine, denke ich doch schon die ganze Zeit. Es ist Zeit für den Rückzug. Das MG hat ja offensichtlich damals schon gute Dienste geleistet. Und warum sollten wir das jetzt nicht nochmal benutzen, Rachel? Ach gut, dann geht halt nicht ans MG. Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Das MG, hallo! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Das MG! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter! Was? Nein, das MG! Da geht's nicht raus! Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier! Alle Mann, los zum Aftor! Ey, Freunde. Ich bin so sauer, ne? Ja, jetzt! Endlich! Feuern, feuern, feuern! War jetzt nicht deine beste Idee, Rage. Wieso? Wo ist denn die Munition? Ja, es läuft doch. Feuer! Jawohl! Ich hab's euch von Anfang an gedacht, mit diesem MG werden wir das schaffen. Oh, Jawoll, jawoll! Ja, da liegen sie männlich. Alle auf dem Boden. Oh, und jetzt Feuer, das mögen die Männlich auch nicht. Junge, 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 das sind jetzt hier aber wirklich auch, also, hier geht's ja gerade Schlag auf Schlag. Aber ich hoffe, dass alles mit dem MG war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, weil dadurch sind die ja zumindest erstmal ein bisschen geschwächt jetzt. Und, oh, oder auch nicht. Minen! Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, Salim und Da sind jetzt nicht mehr am Leben. Glaub, ich höre sie. Was in Das Fall nicht wirklich schlimm ist. Aber in Salims Fall schon, weil Salim ist ja einer von den 5 Hauptcharakteren, die wir eigentlich überleben lassen wollten. Aber es gab irgendwie auch nicht wirklich die Möglichkeit, da was zu machen, ne? Merkwürdig. Ach nee, da ist Da. Oh nein, aber immer noch in nerviger Absicht. Und das. Hallo nochmal. Salim. Salim, jetzt entscheid dich richtig. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Harkun, انت مش في مكان تحدثي Mein Gott, jetzt ist endlich mal gut mit da. Nur ein Mox. Wag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Ja, das meine ich mir nicht auch. Was aber? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Sie entscheiden, Colonel. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nicky. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Richtig.
Ja, zum Glück konnten wir das entscheiden, Freunde und Freundinnen. Sie kommen! Weil wir müssen, glaube ich, wirklich jetzt... Wir müssen die Tür öffnen! Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran! Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! So Leute wie Jason und da... Shit! Helf ihn! Ich nehme den Korridor! Der Grund, warum es auf der Welt immer so viel Unruhe Scheiße. Gibt. Los! Weil die selbst in so einer Situation einfach nicht sagen können, komm, scheiß doch drauf. Wir arbeiten jetzt zusammen. Macht mich richtig sauer, sowas. In so einer... Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Och, da ist er schon, da ist er schon. Oh. Oh. Oh nein, Jason wird verschleppt. Wer ist er denn? Wer ist er? Wer ist er? Wer ist das? Voll den nächsten gefehlt. Aber da hat's erwischt. Der kann nicht überleben. Was mich etwas irritiert, ist, wer ist das? Junge, wer ist das? Ich glaube tatsächlich, das ist die richtige Wahl. Weil wir haben ja gelernt, biblisch mögen die nicht und so. Oh, vielleicht war es doch nicht richtig. Ja, aber wir können gerade aktuell überhaupt nichts tun. Salim! Du musst ihn retten! Salim, du musst Nick retten! Oh Gott, Rachel! Ich glaube, es werden hier gleich alle sterben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich... Nein, Sabine! Jawohl! Aber zum Glück haben wir das gemacht, sonst hätte Rachel, glaube ich, nicht überlebt. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, richtig so. Wer auch immer das sein mag. Hallo, bist du hier? Oh nein, Eric! Bleib bei mir. Jetzt sind wir bei Rachel. Eric, nein! Oh nein! Er ist verloren, wir müssen weiter. Los!
Nein, 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 wir retten ihn auf jeden Fall, egal was ist. Nicht ohne Arg. Mit dem Verlicht, mit dem Licht. Brenn, brenn. Los, und du brenn auf. Wer immer du sein magst. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wer das sein könnte. Ist er irgendwie noch halb Mensch, halb Vampir so? Ja, er, wer ist das? Oh nein! Direkt in die Arme. Oh Gott. Nein! Oh Gott, wir haben Rage schon verloren. Der Arme da. Aber was ist mit Rachel? Ist sie getötet worden oder nur infiziert? Wobei, was heißt nur infiziert? Also, auch schon schlimm genug. Und wer zur Hölle ist dieser alte Mann? Jason lebt. Sehr gut. Leg dich nie mit einem Marine an. Salim lebt auch noch. Auch gut. Da kommt noch jemand mit einer Taschenlampe. Ich komme in Frieden. Jason. Beweg dich ja nicht. Oh nein, der Sturkopf schon wieder. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Sehr gut. Dieter. Ja, bei Jason sollten wir immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Oh, Gott sei Dank war es die richtige Entscheidung. Sehr, sehr gut. Endlich haben wir die zwei Sturköpfe auch so weit, dass sie zusammenarbeiten und nicht mehr gegeneinander. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was mit Eric ist, was mit Rachel ist und was ist mit den Alter, was ist denn jetzt los gewesen hier? Was mit Nick ist. Aber ich würde sagen, das Ganze finden wir in der nächsten Folge heraus. In dem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, dass Rachel in Anführungsstrichen nur infiziert ist, dass wir sie noch irgendwie retten können. Dass Nick überlebt hat und dass Eric überlebt hat, da haben wir ja gesehen, ist leider gestorben. Und dass wir rausfinden, wer dieser komische Mann da ist. Also, was soll das sein? Da gab es ja bislang überhaupt noch keinen Hinweis drauf. Naja, werden wir alles in der nächsten Folge rausfinden. In dem Sinne erstmal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.